Ladies and Gentlemen, willkommen zum heutigen Sonntag. Es ist wieder Formel 1 Zeit, allerdings weder Karriere noch Breaking Point Modus. Der Breaking Point Modus ist durch seit letzte Woche Sonntag. Und die Koop-Karriere, die fängt nächste Woche Sonntag an. Das heißt, wir haben jetzt einen freien Sonntag und den nutzen wir für die letzte erschienene Strecke. Und das ist Jeddah. Irgendwie so. Werden wir halt sehen. Und die probieren wir heute aus. Das ist, das Schöne daran ist, das ist eine Strecke, die kenne ich gar nicht. Ich habe die vor einem halben Jahr mal als Layout von oben gesehen. Die habe ich wieder vergessen. Aber irgendwie so ein... So, kennt ihr Suzuka-Kurzvariante, wo man eigentlich nur die S's fährt und dann wieder zurück? So habe ich in Erinnerung, nur mit ein paar mehr Kurven. So wie so ein Schlauch. Wie so ein Wurm. Ich will mir die jetzt auch gar nicht großartig hier angucken. Die ist wahrscheinlich ganz hinten irgendwo. Ich will nur kurz gucken, wie sie heißt. Es ist Jeddah und dann klicken wir drauf. So, let's go. Ich bin mal sehr gespannt. Ist auf jeden Fall so ein bisschen Singapur-Flair gerade hier. So, was haben wir da? Eine Schikane, okay. Der, das ist... Welche Strecke? Vietnam? Naja, okay. Nicht ganz Vietnam, war da deutlich beschissener. Aber Ähnlichkeiten sind vorhanden. Oh. Okay. Okay, interessant. Da hat man die zweite DS-Zone. Oh. Eine Mini-Steilkurve. Ein paar Grad Banking sind da drin, aber nicht viel. Oh, jetzt haben wir hier Links-Rechts-Kombi, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, so in etwa zumindest. Und jetzt geradeaus, wenn ich das da richtig sehe. Mit ein bisschen Geschlängel drin. Nennen wir es Vollgas-Passage. Ah, ah, okay. Da hätte man auch schneller durchfahren können. So, und jetzt sind wir eigentlich quasi wieder am Ende. Dritte DS-Zone. Jetzt kommt nochmal die Haarnadel. Kann man auch deutlich später bremsen. Und Startziel. Interessant. Oh! Okay, viel früher. Hier kann man Vollgas, kann man nicht. Schallkurve kann ich also über 50 Meter anbremsen. Und recht früh aufs Gas. Jetzt haben wir hier ein bisschen voll... Nee, das war noch nicht die Vollgas-Passage. Hoppla. Jetzt kommt ja irgendwo so ein Knick, ne? Boah, ja. Einmal kurz runterschalten, dann war es das schon. So, nehmen wir 50 Meter Schild. Ja, das kann man nehmen und im dritten Gang bleiben. Easy raus beschleunigen und 3 Sekunden schneller, zählt aber leider nicht. So, ein bisschen früher anbremsen ist die erste, würde ich sagen. Oh, okay. Und langsamer durchfahren. Alles klar.
Hier sollte ich vielleicht mal ein bisschen früher einlenken. Hopp, 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 hopp. Nee, das hat nicht gereicht. Also der letzte... Das letzte Ding hier ist relativ einfach. So 50 Meter ist vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Sagen wir mal 75 Meter. Ich glaube, das passt ganz gut. Oh, das lief schon deutlich besser. Wo waren die denn jetzt ungültig? Weil ich da mit der Mauer... Spiel, du kannst mich mal. Ohne Neustart. Klar, das hat mich auch... Das hat mir einen riesen Zeitgewinn gegeben, dass ich auf der Geraden mit der Mauer kollidiert bin. Oh Mann, ey. Aber das hat jetzt gezählt. Das war jetzt egal. Interessant. Das ist schon tricky, also der erste Sektor ist tricky. Oh, da habe ich was. Da habe ich was vergessen. Da kommt ja so eine Schikane. Ja. Jetzt bin ich in dem Schlauch drin. Also in diesem Vollgasstück mit. Alter, mit Knick drin. Der jetzt nach diesem rechts hier kommt. Sechster Gang und lupfen und direkt wieder voll. Also die lupfen so ein bisschen bremsen und dann direkt wieder Vollgas. Dann fährst du eigentlich bis zur Hanna wieder komplett durch mit. Aber hier ist nichts geradeaus. Und dann bei 50 Meter. Vielleicht noch ein bisschen vorher. Hat man ja gesagt. Die Runde war gar nichts. Ja. 50 Meter. In der ersten. Das bringt nichts. Das funktioniert nicht. Ich meine, ich könnte ja die Ideallinie einschalten, aber pff, nö, mache ich nicht.
So, 100. Zweiter Gang. Zweiter Gang. Und jetzt kommt der richtig schwierige Abschnitt hier. Ja, schon verschissen. Alter! Also Sektor 1 ist der schwierigste, muss ich bis jetzt sagen. Also Körperanfang bremse ich einfach mal. Das nehme ich mir als Referenzpunkt. Und dann zweiter Gang, genau. Rechts die Curbs viel mehr mitnehmen, sonst habe ich einen scheiß Exit. Und hier kann man recht schnell wieder raus beschleunigen und sollte dann aber auf der Linie bleiben. Sechster Gang. Auch hier noch im sechsten bleiben, weil der Exit auch noch wichtig wird. Und dann war das über die Curbs. Also der erste Sektor hat es in sich. Ja, ich glaube, fünfter Gang ist ganz gut hier gewählt. So, nach der Rechtsknick, nach dem Rechtsknick kommt dieser komische sechster Gang. Ja, sechster Gang, damit können wir leben. Und dann direkt wieder Vollgas. Ja, genau. Merken. Ah, 75 Meter kann man mitleben. Habe ich auch einen deutlich besseren Exit, wie man gerade schon sieht. Boah, diese erste Kurve, das ist genauso dieselbe Scheiße wie in Vietnam. Okay, dritter Gang ist besser. Das haben wir gelernt, sechsten Gang. Schön in, schön Exit und oh, okay, das ist noch ein bisschen tricky. Aber die Runde zählt. Warum auch immer. Jetzt zählt sie nicht mehr. Bisschen mehr abbremsen, okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Da ich mich viel zu viel ablenke mit der Streckenkarte, die brauche ich nicht mehr. Bildschirmanzeiger, Streckenkarte, Streckenkarte. Aus, weg damit. Brauche ich nicht. Die müsste ich jetzt so im Kopf haben nach 8 Runden oder nach 7 Runden. Das sollte funktionieren. Diese erste Kurve ist echt räudig. So, sechster Gang. Doppelrechts, dann die rechts. Doppellinks, dann die rechts. Hier noch ein bisschen. Etwas später. Oh ja, das war schon besser. So, jetzt kommt doch hier dieser Rechtsknick gleich. Genau. Jetzt der Schlauch. Rechtsknick, dann links abbremsen. Sechster Gang. Und direkt wieder auf den Dingens. Und dann sind wir schon gut, gut wie durch. Ja, die Strecke ist drin. Mehr oder weniger.
Oh, der Exit ist wichtig. Exit-Turn, letzte Kurve ist wichtig. Das merke ich jetzt schon. Und der hier auch. Der war gut. Oh, das war richtig gut. So, jetzt kommt ja gleich der Knick. Jetzt der Rechtsknick, dann links anbremsen. Das war ein bisschen, boah, ein bisschen zu vorsichtig. Und 75 Meter. Und das ist 1,1 Sekunden. Geht doch. Nein, die ist ungültig. Den kriege ich auch noch besser hin. Da habe ich leider auch noch was liegen. Nee, das war nichts. Das war eigentlich auch nix. Boah, der erste Sektor. Huiuiuiuiui. Autsch. Oh, das geht schneller. Das geht viel schneller. Da ist die 1,29. Okay, das war zu spät. Nein, 15. Wäre ich nicht zu weit rausgekommen. Oh mein Gott. Also 16. sind noch drin.
Das ist nix. Ah. Ah, das war so gut. Ich hab Kurven verwechselt. Ich hab Kurven verwechselt. Ich dachte, ich wäre woanders. Ich hab den Knick vergessen. Boah, dieser Drecksknicker rechts da. Oh, Leute. Also, Track Limit. Also, Kurve 1 ist arschig. Nennen wir sie beim Namen. Aber nicht so arschig wie in Vietnam, muss ich zugeben. Die in Vietnam war richtig beschissen. Jetzt ist so der Punkt überschritten, wo ich zu viel möchte. Oder der Punkt erreicht, nicht überschritten, erreicht. Wo ich dann doch über die Grenzen hinaus möchte, was nicht geht. Nein, ach komm, nee, jetzt ist so. Oh, 9 Zettel. Da habe ich noch was verschenkt in dem Rechtsknick. In dem Linksknick, Entschuldigung. Aber, oh, 1:29:0. Nee, und da bin ich zu weit raus. Ich habe noch ein bisschen was in dieser einen Kurve verschenkt. 2/3 Zehntel. Aber ich bin zufrieden. Probier noch eine.
Das war doch mal eine Traumrunde. Ob die jetzt wirklich richtig gut war, weiß ich nicht, aber da habe ich keine großen erkennbaren Fehler gesehen. Wahrscheinlich kann man den Exit oder die Kurven teilweise noch ein bisschen enger nehmen, ein bisschen schneller, aber das war schon mal eine ordentliche Zahl. Was ist denn die wert? Also die Strecke macht übrigens viel Spaß. Richtig schöne Strecke. Platz 5412. Ja, ist okay. Gut, die fahren ja alle mit Fahrhilfen an, die ganzen Noobs. Sowas mache ich nicht. Vor allem mit allen Fahrhilfen. Warum fahre ich mit allen Fahrhilfen? Guck mal, benutzerdefiniertes Setup. Ja, das ist Cheater. Das, ach, guck mal, wie der ASF1-Cheats.zeit. Boah, solche räudigen Leute. Was haben die davon, wenn die da mit Cheats auf Position 1 fahren? Ey, das ist... das ist einfach nur so... Boah. Nee, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Nee, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ah, aber auch, guck mal, auch langsamer als der, der fährt mit ABS. Ist das ABS? Weiß ich nicht, ob das ABS ist. Na, ich bin zufrieden damit. Für 12 Runden, die wir jetzt gefahren sind, bin ich damit zufrieden. Ist eine wunderschöne Strecke, da ist mit Sicherheit noch Zeitsteigerung drin. Wird nur ein bisschen dauern, bis ihr die Strecke dann auch bei uns in der Karriere seht, weil das ist, glaube ich, die vorletzte oder vorvorletzte Strecke im Kalender. Ich weiß nicht, ob Australien noch dazwischen ist, zwischen Abu Dhabi und Jeddah. Geiles Ding. Macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Schönen Sonntag, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal sonntags, wo es dann mit unserer Koop-Karriere losgeht. Ich sage noch nicht, welches Team. Nur halt, wie sonst auch immer, 50% Renndistanz. Qualifying tun wir auch wieder vor dem Rennen sozusagen. Die Highlights dann halt aus zwei Perspektiven, weil zwei Fahrer. Kann sein, dass ich im ersten Rennen das Qualifying noch ein bisschen ausführlicher behandle. Das weiß ich nicht. Bis dahin. Tschüss.